Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu God of War Ragnarök. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. Ja, endlich ist es soweit, wir zocken God of War. Ich bin da schon ganz heiß drauf, leider gestern nicht geklappt. Aber, wie gesagt, sonst Dienstag, ne? So, und, ja, ist schon wieder ein Monat rum, Schatz. Heftig, ne? 37 Monate. Leck mich am Arsch. Kann man mal sehen, wie lange man sich kennt. Gut. Ihr seht, ich habe auch nicht reingeguckt oder sonstiges. Ich bin auch den Medien ferngeblieben oder sonstiges, weil kein Bock drauf. Hochscrollen, Schatz. Und das Bild ist so klein. Scroll mal hoch. Ja, stimmt, stimmt. Ja, wenn es eine falsche Auflösung gewesen wäre, aber ist es nicht. So, dann grüße ich erstmal noch Fiana und ihren Mann, Alisea und Günther. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wenn nicht, ja, schlechten Menschen geht's halt immer gut. So, aber jetzt werde ich starten. Meine Cam werde ich jetzt auch schon mal ausschalten. Weil jetzt bestimmt dann gleich noch irgendwelche Sequenzen eventuell passieren, so wie ja im ersten Teil. Oder eher gesagt im dritten Teil. Naja, mal schauen. Wir starten zusammen rein. What the fuck? Ich hab gedacht, da kommt so wie im letzten Teil sowas. Oh. Buddy, siehst gut aus. Fällt's mir, Burschi. Boah, hier kurz reingucken wegen Untertitel. Damit das auch da ist. Ja. Sprechername. Finde ich gar nicht mal verkehrt, dass das an ist. Na, Sprecherfarbe brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir ein bisschen unsinnig, weil man liest ja. Wie die Leute, die lesen können, ne? Nicht singen und klatschen in der Schule hat. Nein, Spaß beiseite. Stimme verstärken. Was? Aber okay, wir haben also auch keinen ekelhaften Ton drin. Gut. Auch jetzt nichts irgendwie. Musik muss ich natürlich erstmal gleich mal wieder so ein bisschen runterdrehen, weil das mir immer zu laut ist. Das andere kann man laut lassen. Gut. Textfarbe, Sprache. Sprache wollen wir ja Spanisch, ne? Damit wir alles verstehen. Ne? Gut. Grafik und Kamera. Da müssen wir, glaube ich, nichts jetzt einstellen. Gameplay. Rätselzielhilfe. Richten Sie das Fadenkreuz beim Zielen auf ein Rätselziel in der Nähe. Das ist eine verkehrte Übersetzung. Geht's jetzt? Ja, das ist. Okay, die Glocken gibt es tatsächlich immer noch. Och, wie geil. Das lassen wir alles so. Das sind so Sachen, die kann man dann im Nachhinein. Hat auch War Zusammenfassung. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Warnen, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein!
Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter, da, sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki. Das klären wir ein andermal. Boah, mega geil. Das sollte jedes Fortsetzungsspiel haben. Das ist ja mega geil. Mal ins neue Spiel. Die Köpfe spalten. Das ist ein Story-Modus. Ja, genau. Das ist Mutter-Modus. Richtet sich an Spieler, die die Geschichte erleben und sich dabei möglichst wenig auf den Kampf konzentrieren wollen. Ach ja, hin und wieder ist das ja auch mal entspannt. Ich bitte um Gnade. Richtet sich an Spieler, die ein story-orientiertes Gameplay mit leichtem Fokus auf den Kampf suchen. Das Gleiche ist ja wieder normal. Richtet sich an Spieler, die ein Abenteuer suchen, das sich gleichermaßen auf Story und Kampf konzentriert. Ich will keine Gnade. Richtet sich an Spieler, die schwierige Kämpfe suchen. What of War? Fick dich ordentlich in den Arsch. Entschuldigung. Richtet sich an alle, die ein möglichst schweres Spiel möchten, um ihre göttlichen Reflexe und Strategien unter Beweis zu stellen. God of War ist nur beim Start eines neuen Spiels verfügbar. Diese Schwierigkeit kann im Spiel verringert, aber nicht wieder gewählt werden. Ah, das ist krass. Ja, wir spielen auf normal. Und so wie immer. Am PC wäre es was anderes. Aber mal schauen. Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Soll ich? Hm.
bereit. Auch noch überleben und das gleich zu Anfang. Alter, ist das geil. Hilfe. Hoffentlich konnte Fenrir schlafen. Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter ist, ich gebe ihn nicht auf. Hörst du's? Ja. Ist sie das? Sie ist es. Das Symbol ist nicht weit. Schon wieder? Sei bereit. Falki! Wegschraube! So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Bleib wachsam. Also Leben habe ich schon vorher gemacht. Und ich bin spät. Da ist sie! Vater! Los! Hab dich! Wir müssen von hier weg! Manche ist weg. Ich versuch's ja! Was hat sie? Vorwärts! Die Bäume! Sie stürzen um! Verhascher! Kommt wieder her! Ich will nicht mit dir kämpfen! Ich verliere den Halt! Vater! Ich hab doch L1 immer gedrückt. What the fuck? Was? Erstmal Genick gebrochen. Ich mach doch. Irgendwie will er mich gerade verarschen. Grüß dich, Dioskuren. Jetzt hat er es gecheckt. Vater! Ich hab dich! Halt dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Das hast du vor 5 Minuten auch schon gesagt. Oh nein! Freya, wir sind nicht deine! Dazu.
Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Specki! Swatner! Los! Okay, wer davon ist der Speck? Ich konnte nicht schießen. Das wollte ich auch nicht. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Baldirs Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Ich mach schon. Ich nehm den Hör. Leg los! Ist das schon aufgegessen? Ja, wo seid ihr denn hin? Oh Mann, da sind Wölfe und ich will Wölfe, Mann! Aber ich habe einen Wolfkopf gesehen. Oh! Schatz, ich will haben. Oh, wie geil. Weil ihr wisst, ich liebe Wölfe. Scheiß auf Tutorial. Oh. Oh, Leute, mir geht gerade voll einer ab. Oh. Die nächsten Minuten des Streams. Oh. Den habe ich gar nicht da. Kann ich gar nicht auswählen. Aber cool, dass die Option dafür gleich ist. Zu rufen. Göttliche Taste kann ich gerade nicht testen. Ja, leichter Angriff. Vera. Easy. Normales Ausweichen. Alles klar. Weil das war eigentlich eine göttliche Fähigkeit. Göttliche Taste. Die haben sie umgelegt. Ja. Die haben sie umgelegt. Okay, jetzt können wir weitermachen. ASMR? Ah. Willst du etwa wirklich die nächsten über eine Stunde mich nur stöhnen, weil ich die Axt rufe? Respekt, dir das gut. Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir. Alles in Ordnung?